Ja, aber ich meine, für eine Balmain, da kann man halt echt nichts sagen, so. Balmain. Geil, Mann! Geil! Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Reaction unseres Superstars Gucci Potter. Jetzt kommt ein Moment, den wir das letzte halbe Jahr richtig groß gemacht haben, der jetzt in der Fashion-Szene als unterhaltsames Element gar nicht mehr wegzudenken ist. Aber bevor wir dazu kommen, liebe Freunde, ihr wisst Bescheid. Heute ist es soweit. 19 bis 20 Uhr. Ich hoffe, euch, ihr seht das Video noch rechtzeitig, ist der Vorbestellungsstopp meiner neuen Kollektion Liberty & Justice. Wenn ich jetzt hier kurz den Bildschirm wechsle, da sehen wir auch schon die Homepage. Hier könnt ihr dann nochmal vorab alle Produkte abchecken. Ich glaube, eine Stunde vorher ist der Shop dann wieder geschlossen und erst um 19 Uhr ist er dann wieder geöffnet. Also auf jeden Fall ein Piece safen. Gucci Potter, was sagst du dazu? Ja, Bro, ich warte schon auf 7. Ich hole mir safe aus deiner Kollektion was, dann sitzt der Style. Steckt ganz viel Herz Blut drin, liebe Freunde, holt euch ein Ding. Wie gesagt, der Vorbestellungsshop. Für alle, die das Vorstellungsvideo der aktuellen Kollektion noch nicht gesehen haben, das habe ich hier jetzt nochmal verlinkt. Aber Freunde, ich will gar nicht mehr länger quatschen. Jetzt starten wir rein mit der Reaktion. Ich bin auch schon bei Maran am Start. Hier hat er das Video hochgeladen vor 6 Tagen. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber ihr wisst, Freunde, die neue Kollektion steckt viel Zeit und Herzblut drin. Das kostet seine Zeit. Deswegen, without further ado, here we motherfucking go. Starten wir rein. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Maran. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem... Servus, Maran. Den Sinn aus Balenciaga, Udi, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Auf meinem Kanal. Wir sind heute mal wieder in der Hamburger Innenstadt am Start und wir haben ein... Okay, wie nah willst du die Kamera haben, Mahan? Ja. Wie viel ist dein Außenwert gedreht? Wir haben Gucci Potter am Start, wir haben... Na sicher, Gucci Potter. Ein cooles Video auf jeden Fall wieder am Start. Oh mein Gott, Leute, was ist denn jetzt los? Er hat ein neues Mikro. Er hat nicht mehr sein klassisches Labello-Mikro, mit dem er auf perverse Art und Weise den Leuten das Ding irgendwie so ins Gesicht hält und sich jeder denkt, geh weg mit dem Teil. Er hat diesmal ein richtiges Moderatoren-Mikro. Ich weiß nicht, ob ich happy bin. Auf der einen Seite ja, weil es hat immer furchtbar ausgesehen, aber auf der anderen Seite hatte das schon fast, ja, ich werde es vermissen, das Labello-Mikro auf jeden Fall. Gucci Potter hat es diesmal geschafft, sich ordentlich anzuziehen. Was machst du mit der Kamera? Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, Leute. Was geht ab, Bro, weißt du? Peso, die Chaos-Theorie, dazu eine Beanie und eine Brille, finde ich im Großen und Ganzen nicer Style. Lennart, Brudi, cleanes Outfit, was läuft so? Ja. Ich bin jetzt hier ein bisschen unterwegs gewesen im Alsterhaus, ein bisschen shoppen und jetzt zeige ich wieder zurück nach Hause. Nice. Okay, Bro. Ich will mal fit ist auch vom Sweater sehr gut. Ich muss sagen, dann schauen wir erstmal bei... Habe ich mal Hoodie gesagt? Egal. Deinen Schuhen. Jo. Clean Air Force Ones. Safe. Ja, was zahlen wir für die? 100 Euro. 100? Ja, die Hose nicht mein Fall mit diesen komischen Bündchen da. Euro, bei okay. Footlocker. Geht immer. Wie lange hast du die schon? Wahrscheinlich nicht lange. Die habe ich jetzt einen Monat oder so. Einen Monat? Oh, Digga, gar kein Fleck. Ich kaufe irgendwie alle drei Monate neue gefühlt. Wirklich? Ja, Mann. Wie krass, Digga. Clean. Bester Schuh. Deine Schuhe hätte ich auch gerne, Digga. Danke, Bro, danke. Freue mich zu hören. Ja, Rudi, die Hose. Ja, die ist von Off-White. Okay. Ja, das habe ich schon gesehen bei Off-White, dass die eben da so komische Bündchen-Dinger machen mit so einer Schnur. Nicht mein Fall, aber dieses Dip-Dye finde ich schon ganz cool eigentlich. Aber die Hosen sind way zu overpriced, meiner Meinung nach. Ich glaube, 400 Euro im KDW gekauft. 400 Euro. Aber das rosane Kreuz kommt da halt schon sehr fresh hervor. So leicht komplementär, schon cool. Im KDW, okay. War die reduziert oder? Ja, die war von 650. Und ich glaube, hinten ist dieser Schmetterling drauf bei diesem Peso-Ding. Das heißt, er hat es perfekt gematcht. Color-Matching am Start. Dreh dich mal um, Bro. Ja, habe ich mir schon ein bisschen gedacht, weil auch bei den Hosen sind etwas teurer. Ja, die ist ganz geil. Die Qualität ist auch geil, aber hier zum Beispiel ist dieser Bund schon fast abgerissen. Ja, dann ist die Qualität wirklich sehr geil, Bro. Ja. Aber das kann man ja eigentlich theoretisch schon mal ändern. Ja, das kann ich noch ändern, ja. Ja. Du hast ein T-Shirt unter deinem Pulli an. Ja, das ist clean, einfach H&M. Weißt du, so ein Oversize-T. Okay, ja. Cool. Dein... Zum Leiern oder zum Leeren? Weißt du, so ein Oversize-T. Ja, zum Leiern, man kennt es, ein bisschen ausleiern und so. Dein Peso-Pullover. Safe. Aber musst du mal von hinten nehmen? Oh shit. Ja, da ist das Matching am Start. Sehr, sehr gut gemacht. Top. Vielleicht hat er sich die Hose nur deswegen gekauft. Oh, ja,
den habe ich retail nicht gekriegt. Ja, zeig das Ganze. Okay. Hab den jetzt vor 2 Monaten oder so für 200 Euro oder so bei Kleiderkreise gekauft. Mhm. Ich wollte den immer schon 200 haben. Euro? Ja, ich wollte den immer krass. Schon haben. Das war dein Outfit? Aber ich habe noch eine Kette, aber die kostet nichts, weil die ist von meiner Freundin. Egal, das... Ah, süß, Couple Goals. Unbezahlbar natürlich, genau. Ne? Genau. Du hast noch eine Beanie. Ja, der Beanie ist 10er auch bei H&M. Genau, okay. Ja, passt. Ja, Digga, dann haben wir hier dein Outfit, hier deinen Betrag. Cooles Outfit, Digga. Danke. Darf ich noch einen Shoutout geben? Ja, klar, gerne. Und folgt mein Insta, das von einem Kollegen. Ah, okay. Wir hatten dich im Diamond Tester. Ah, ja, die hatten wir schon. Also auf dem Drittkanal. Maxitrillion übrigens. In der Infobox, da sind immer die Reactions aus den Streams. Aber die haben wir schon mal gesehen. Wir fangen bei den Schuhen an. Das sind hier, welche Schuhe? Cod Purple. Cod Purple, 1er Jordan, Retro. Die habe ich. Ja, top Outfit. Also das ist wirklich ein freshes Outfit, aber das haben wir schon gesehen. Wer es nochmal sehen möchte, die Reaction kann auf Maxitrillion gehen. Ich werde jetzt einfach mal skippen, weil das ist die gleiche, die da nochmal vorkommt, bis zu dem Typen hier. Ja, servus Kollege. Okay, ich glaube, da brauchen wir nicht großartig viel bewerten mit der New Era Cap und dem Palm Angels Hoodie, den er aufgestrickt hat bis zu den Ärmeln auf Holzfäller angelehnt. Okay, ja, ja, da haben wir ihn, da geht's gleich los. Ja, ich grüße Henrik, mein Kumpel, der da... Ja, das sicher. Ja, ja, ja. So braun. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Leute. Schreik Umgebung. Nice. Fühlt euch gegrüßt, Jungs. Kommt ja, ja. Und dann drüber, wenn ich so mache. Schön. Oh mein Gott, es geht ja gleich mal absolut cringig los. Kommt das arrogant rüber, wenn ich so mache? Schön, das rein. Na? Mach das. Was geht ab? Was geht fresh? Bro, wir haben wieder den... Gucci Potter. Am Start. Nicht wahr. Ei, 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 Leute. Scheiße. So. Was läuft? Ja, bei mir alles, was zwei Beine hat. Ich bin hier gerade in Hamburg in der City. Na, und er haut die Sprüche raus, Leute. Uff, allerdings diesmal nicht die Zaubersprüche. Und ich fühle mich wieder fresh, fresh, fresh. Ja, du hast zum ersten Mal... Oder fresh. Ein freshes Outfit am Start. Ja, also, wegen der Hose, ne? Bei Mar. Ne, allgemein. Also unabhängig von den Marken. Das sieht cool aus, also gut kombiniert alles. Also auch nur Schwarz-Weiß-Kombi, aber sieht cool aus. Ja. Digga. Fangen wir mal bei den Schuhen an. Ja. Er macht gleich. Er legt gleich los. Er leitet das Format. Gucci Potter schon. Der ist schon so abgehärtet und abgefuckt. Er übernimmt das schon, weil er schon gewohnt ist, einfach dieses Format. Ich glaube, in wie viel, wer kann es recherchieren? In wie viel ist dein Outfit wert, folgenbar Gucci Potter schon zu sehen? Das würde mich echt interessieren. Okay, wir haben die Celine Paris Schuhe, die ja nicht so wirklich mein Vibe sind. So ein bisschen Giuseppe Zanotti Style, finde ich, ehrlich gesagt. Ganz locker flockig. Das sind Celine Schuhe. Locker flockig. Schuhe. Celine. Ja, Celine. Celine, hat er Celine gesagt? An. Ganz ja, Mann. Locker flockig. Das sind Celine Schuhe. Celine. Na. Ja, Celine. Celine heißen die. Gut. Celine. Ja, Celine Schuhe. Gut, danke. Leute. Aber was hat er letztens gesagt? Er macht jetzt dieses, wie viel ist dein Outfit wert, nur mit höherem Niveau, weil er der Überzeugung ist, dass er mehr Ahnung hat als die ganzen anderen, wie viel ist dein Outfit wert, YouTuber. Und jetzt bessert ihn aber einer von den zweien aus beim Markennamen. Eieiei. Die haben mir, original haben die irgendwie, glaube ich, 600, 640 irgendwie so gekostet. Der reguläre Preis. Und ich habe, Der Ring auch eine Katastrophe. Soll das ein Skorpion sein oder so? Oder ist das irgendwie das Wappentier von Slytherin? Ich weiß es nicht. Dafür aber 260 bezahlt. 260 Euro, mhm. Okay. Bestimmt von Apropos. Ja, normal. Apropos immer. Der Schuh wurde mir mal auch vorgeschlagen, also empfohlen. Ja, aber er war so intelligent und hat diesmal ausnahmsweise gesagt, fahre ich nicht mega extrem, würde ich nicht genauso tragen. Verkäufer dort, das sieht man auch in einem Vlog von mir. Nee, aber ey, wirklich, die Schuhe, die sind top, ja. Also da kann man nichts mit falsch machen. Mir steht da nicht, hatte den auch kurz an, aber deine Jeans. Meine Jeans, Balmain. Das ist eine Balmain oder Balmain meine ich, Balmain. Balmain, ja. Oh, da, der Balmain Jeans. Und ja. Balmain, war schon richtig, Bro. Die hält auch immer noch. Mann, bessert aus. Sehr geil, Mann. Gut warm, so, gerade jetzt. Die hält gut warm und ist die bequem? Das ist die Frage, die hättest du Leon stellen sollen. Brudi, du verwechselst die zwei. Für den Winter oder für den Herbst oder Spätsommer. Ja. Ja, 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 er checkt, er denkt sich selber, what the fuck. Die hat mir ganze 1000, nee, gar nicht wahr, 700,
47 Euro gekostet. Naja, 1747 sind zwei total ähnliche Preise. Also von dem her, dass die verwechselt werden, wundert mich nicht. Also mir kommt so vor, als wäre Gucci Potter beim letzten Zaubergefecht mit irgendeinem Fluch belegt worden, dass der da einiges herausstottert heute. Habe ich bei Mintos gekauft von bei Mintos, okay. Vom Originalpreis runtergesetzt von 1100. Das ist schon mal gut. Ja. Schon ein harter Preis, muss man sagen. Ja, aber ich meine, für eine Balmain, da kann man halt echt nichts sagen. So. Balmain. Geil, Mann! Geil! Na! Das ist eine Katastrophe heute! Allein sein Gesicht, wenn er ihn ausbessert. Ja, aber ich meine, für eine Balmain, da kann man halt echt nichts sagen. So. Balmain. Geil, Mann, top, top heute. Bei Mo. Ja, und dann, das Gute ist auch an den mit Reißverschlüssen. Ja, schaut katastrophal aus, überhaupt. Dann kommt dieser klassische Move, wenn man da vorne so circa alles einsteckt, was man besitzt. Geldbörse, Schlüssel, Feuerzeug, Zigarettenpackung, dann die Leine für den kleinen Chihuahua, den man immer mitführt, einen Hut, einen Sonnenschirm, eine Liege, einen Schreibtisch, ein gesamter Kasten und eine Jausenbox. Und so, die sieht halt krass aus. Machen wir jetzt mal weiter. Ja, Biker Jeans halt, ne? Machen wir jetzt mal weiter. Genau. Und zwar beim T-Shirt. Eben gerade frisch gekauft. Okay, ja, Kragen schaut, geht fit, schaut super aus. Von Jill Sander, extra fürs Video. Hust, hust, nein. Hust, hust. Okay. Worte. Der spielt schon schön langsam mit Selbstvertrauen seine Rolle, der Gucci Potter. Das T-Shirt ein bisschen so auf Shindy angelehnt. Es kommt gleich noch weiteres. Was hat das ein Backprint? Nein. Ich fand das halt wichtig, weil Jill Sander ist eine Marke, die macht gute Qualität. Und deswegen kaufe ich gerne da so simple, basic T-Shirts. Okay. Aber bei Weekday findest du auch solche Weekday-Shirts mit einem guten Schnitt. Für ein 20, 25? Ich war da noch nicht, kenne mich da echt nicht aus. Achso, solltest du mal auf jeden Fall abchecken. Ja. Aber du hast ja eh den einen oder anderen Groschen viel am Start. Was hat er da jetzt rausgeschnitten? Auf jeden Fall abchecken. Ja. Aber du hast ja eh den einen oder anderen Groschen viel am Start. Mach ich nicht wahrscheinlich oder so. Deine Jacke? Meine Jacke, boah, gar keine Ahnung mehr. Warte mal. Celine Paris, gar keine Ahnung mehr, als hätte er es vergessen, was er für eine Jacke anhat. Was steht da hinten drauf? Celine Paris. Bro. Cringe. Paris? Achso, ja, richtig. Celine Paris. Ja. Der Mann weiß gar nicht, was er machen soll. Hat mir 1700 gekostet von 1900. Ein bisschen Prozente bekommen bei Apropos. Als VIP-Kunde. 1700, also. Das geht voll fit. Es ist eine schöne Jacke, muss man echt sagen. Ist halt eine College-Jacke. Na, wer kommt denn da jetzt? Kannst du aufmachen? Kordjacke. Ja, cool los. Gefällt mir sehr. Fühl ich. Scheiße, der läutet dann noch einmal. Schneller, sonst ist er weg. Ja, ich finde den Preis halt extrem, ne? Ja, das stimmt. Ist halt Celine und aber. Man muss. Es ist halt Celine einfach. Celine kostet nun mal. Ihr wisst, wie die Girlfriends sind. Man muss es selbst wissen, ob man es macht oder nicht. Ja, das ist dein Ding. Also im Endeffekt sieht es auf jeden Fall cool aus und passt danke. Zum Outfit. Ich sehe, du hast ein bisschen zugelegt an Jewelry. Jewelry ist ja. Jewelry. Jewelry ist richtig. Ja, wir fangen mal bei meinem Armband mal kurz an. Okay. Das ist von Alexander McQueen. Hat mir. Okay, ja, gar nicht mal so schlecht. Aber der Skorpion ist eine Katastrophe, oder? Oh, furchtbar. So auf Pharao angelehnt. 160 gekostet. Außerdem Gold mit Silber gemischt und dazu aber noch dieser blaue Bernstein. Pff. Im Alsterhaus. Dann dazu noch der Ring. Ja, das ist ein Skorpion. Ich bin ja auch Skorpion. Dementsprechend finde ich, passt der auch sehr gut. Er zittert schon wieder, ist schon wieder nervös. Halt einfach nur Modeschmuck. Ja, Modeschmuck, nicht mal Sterling-Silber. Okay, das ist 30 Euro auf Instagram oder so. Auch ist Sterling-Silber, aber Silber ist ja nichts wert. So, irgendwas ist angekommen, Paket oder so. Ich muss das machen. Klassisch, jetzt wollten sie das Misbehave-Shirt abholen, wo ich gemeint habe, das schicke ich zurück, aber ich habe es mir doch wieder anders überlegt. Es wird doch behalten. Dazu habe ich dann noch meine Cartier. Cartier neu am Start, die 4000 Euro gespendet. Der Gucci Potter, ich weiß nicht was, der muss schon wieder Gringotts ausgeraubt haben und das ganze Erbe seiner Eltern verprassen. Aber nicht für das Schwert von Gryffindor, was ich ihm raten würde, sondern für eine Cartier-Uhr. Für Modeschmuck, na Spaß. 100 Euro ist was anderes. Okay. Dann habe ich noch hier zu meinen Cartier Santos heute geholt. Ist nice, Digga. Danke ist nice. Dir. Das ist Die kleinere Größe, ne?
Ist die XL, glaube ich sogar. XL? Ja, da hätte ich die kleinere genommen. Ja. Okay. Oh, wie der zittert schon wieder. Der ist schon wieder schwerstens nervös. Diese Selbstsicherheit. Ein bisschen gespielt, Leute. Aber macht er gut. Die hat mir... Du glaubst? Was hast du für die Bezahlung? Ja, ich habe dafür insgesamt 6.000 bezahlt. 6.000, da war ich mit 4 ja weit gefehlt. Ich dachte, die kostet 4 oder 5. 6.650 bei Wempe, okay. Hier. Ja. Okay. Also ich muss sagen, es ist eine richtig geile Uhr, muss man sagen. Also erstmal Glückwunsch. Ja. Aber danke. Du kaufst dir eine Uhr und weißt nicht, ob es die XL-Variante oder die kleinere ist. Ist schon XL. Ist XL, mhm. Okay. Ja, das glauben wir dir mal. XL oder L, eins von beiden. So. Okay. Und ja, die ist immer noch bequem. Den Laden rein. Bequem. Hast du gedacht, einfach heute kaufe ich mir eine KDE? Ja, richtig. KDE. Ja. Okay, nice. Ich habe einfach gewürfelt, weißt du? Ah ja, und dann habe ich hier noch... Ja, wahrscheinlich. Eine gewürfelt. Halskette. Die ist einfach nur aus Silber. Sterling Silber. Die hat mir 70. 70er, okay. Ja. Du hast noch einen Rucksack am Start. Ja, und das ist dann ja, der Louis Vuitton-Rucksack, wie Leon sagen würde. Louis Vuitton-Rucksack. Der Valentino-Rucksack. Ja. Der hat nur 1.100, glaube ich, gekostet. 1.100, okay. Ja, Digga, dann... Also das ist, glaube ich, bis jetzt dein teuerstes Outfit, was du hast. Ja, safe. Sonst immer mit der, keine Ahnung, Hublot-Uhr oder so. Oder? So. Kann sein. Hier der Endbetrag erstmal. 11.200 Euro für Gucci Potter. Das musst du mal gewinnen beim Quidditch. Also, puh. Spaß beiseite. Ich finde das Outfit cool. Ja, ist auf jeden Fall der beste Fit, den wir von Gucci Potter je gesehen haben. Abgesehen vom Umstyling natürlich. Aber meine Version. Das war's. Sehr geil. Ja, cooles Video von Maren auf jeden Fall, Leute. Lassen wir ein Like da auch bei Maren und bei mir natürlich, wenn euch die Reaktion gut gefallen hat. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns am Sonntag wieder. Und heute, Freunde, nicht vergessen, 19 bis 20 Uhr die Eröffnung des Online-Shops. Also wer sich was saven möchte von MEM Vienna, ihr seid herzlich dazu eingeladen, euch hier was zu kaufen. Das war's von mir, euer Maximilian. Deine wichtigste Frage. Stell mir deine wichtigste Frage. Kommt das arrogant rüber, wenn ich so mache?